Hey Leute, ich bin's, Backpaverick. Ja, in diesem Video hier möchte ich euch einmal eine aarige Prachtscharte vorstellen. Das ist eine sehr, sehr insektenfreundliche Pflanze und mit der richtigen Pflege kann die richtig schön im Garten gedeihen. Und dazu erfahrt ihr jetzt alles hier in diesem Video. Eine solche Prachtscharte ist ein mehrjähriges Gewächs, das ein paar Anforderungen an den Standort, an den Boden und auch an den Besitzer stellt. Kommen wir erstmal zu dem Standort. Ja, eine solche Prachtscharte, die ist in der freien Natur Nordamerika auf sonnigen Wiesen unterwegs. Deshalb benötigt sie auch bei uns in unserem Garten einen sonnigen Standort. Man mag jetzt vermuten, dass sie mit Wind nicht so gut zurechtkommt, da sie ja diese langen Stängel hat. Aber da braucht ihr keine Angst haben. Selbst kleinere Sturmböen hält sie aus. Hier steht sie auch nicht sonderlich windgeschützt. Aber ja, wie gesagt, die mag gerne Sonne. Darauf müsst ihr achten. Damit die Pflanze auch so richtig schöne Blüten bekommt, wie das hier der Fall ist, müssen natürlich auch die richtigen Bodengegebenheiten gegeben sein. Ja, der Boden sollte humus, kalkhaltig und nährstoffreiche Erde haben. Er sollte immer leicht feucht sein. Hier seht ihr also, hier muss mal gegossen werden. Der ist nämlich jetzt hier viel zu trocken. Und auch ganz wichtig beim Blüten, dass keine Staunässe entsteht. Ja, bei vielen Pflanzen muss man ja auch darauf achten, dass man nicht zu kalkhaltiges Wasser nimmt. Da nimmt man dann meistens immer Regenwasser, kein Leitungswasser. Hier könnt ihr sogar ein bisschen kalkhaltiges Wasser benutzen, da wie gesagt die Pflanze das bevorzugt. Ihr könnt die Pflanze auch im Topf halten, aber ich halte sie halt lieber im Freiland. Im Freiland könnt ihr als Nachbarpflanzen Lavendel, Rosen einpflanzen oder auch gerne hier so ein Rhododendron, wie ihr das hier sehen könnt. Ja, wie schaut das mit dem Düngen aus? Zum Düngen könnt ihr ganz gut Hornspäne nehmen. Ab August solltet ihr allerdings nicht mehr düngen. Ja, ansonsten könnt ihr während der Vegetationszeit alle 2 Wochen so ein bisschen Kompost noch aufbringen, in die Erde leicht einhaken. Ihr fangt an im Frühjahr zu düngen, da könnt ihr dann schon mal einen Volldünger nehmen. Und anschließend dann alle 2 Wochen nehmt ihr dann eben diesen Hornspänedünger und hört dann damit im August auf. Ja, wie schaut es mit dem Schneiden aus? Mit der Blüte ist es jedenfalls so, die ist von Juli bis September zu sehen. Man kann aber auch versuchen, wenn eine Blüte verblüht ist, diese unterhalb hier so am Laub abzuschneiden. Dann hat man eventuell die Möglichkeit, dass man nochmal eine zweite Blüte an einem solchen Stängel dann erreicht. Ja, im Winter ist es dann so, da könnt ihr, müsst ihr aber nicht die Boden nah zurückschneiden. Ansonsten kann sie auch mit ihrem Laub überwintern, das ist halt auch egal. Aber man kann die Pflanze unterstützen, sie wird sich nämlich dann bis zum Boden im Herbst hinunterziehen. Ja, nach dem Herbst kommt dann der Winter, was muss man da machen? Wenn man die im Freiland eingepflanzt hat, muss man gar nichts machen. Wie gesagt, kann man sie bodenbündig zurückschneiden, wenn man denn das verwelkte Laub nicht haben möchte, muss man aber nicht. Wenn ihr die Pflanze dann aber im Topf haltet, dann solltet ihr den Topf schon ein wenig an die Hauswand stellen, ein bisschen mit Luftpolsterfolie vielleicht isolieren, damit eben der Frost nicht zu stark auf die Wurzeln einwirken kann und die Pflanze zerstört. Ansonsten ist die natürlich sehr, sehr witterungsbeständig und auch winterhart. Ja, wenn ihr eine solche Pflanze auch haben wollt, ist es auch möglich, diese durch Teilung zu vermehren. Ja, man könnte jetzt zum Beispiel so einen äußeren Strang nehmen und jetzt hier mit dem Spaten das vorsichtig hier so abstechen und dann diesen Bereich rausziehen, woanders einpflanzen, und dann würde der sich da eben weiter ausbreiten und aufwachsen. Also so kann man die Pflanze durch Teilung vermehren. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Anleitung gefallen und geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sag bis dann, euer Mac Paverick.